schön. Das ist ja nett. Adele! Guck dir das an. Ein Geschenkli. Sieh, schon gestern hat mir eine junge Frau 30 Rollen Klopapier geschenkt, weil sie sich verdorben hat. Normalerweise, sagt sie, ist sie die ganze Woche über im Geschäft und am Wochenende ist sie bei ihrem Freund und hat sie überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viel Klopapier sie wirklich braucht. Ah ja. Und jetzt muss sie Homeoffice machen und es tät sich überhaupt nicht gut machen, wenn sie bei Videokonferenzen hintendran die Klorolle stapelt stehen hat. Gell? Ah ja, und jetzt? Die hat mir jetzt Nudeln gegeben. Statt Trinkgeld, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, sie hat jetzt mit Zumba am Fernseher angefangen und da tätet sie die ganze Dose und Nudeln stören. Gell? Und außerdem hätte sie schon 2 Kilo zugenommen und jetzt sei fertig. Machen lassen. Ich meine, die Holländer, ja? Die haben ja auf dieses Corona total anders reagiert, gell? Also da hat es ja eine ganz andere Auswirkung gehabt. Die Leute sind ja wie verrückt in diese Coffeeshops reingerannt und haben sich erst mal eingedeckt, gell? Endlich mal chillen. Ohne Ende chillen. Ich sag mal so, jedem Tierle sei Pläsierle, gell? Ich mein, in China war es ja arg, gell? Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass jetzt die kleinen Gofer jetzt auch wissen, dass der Himmel blau ist und nicht grau. Hä? Bei uns ist es ja jetzt auch so, dass kaum mehr Auto fährt, gell? Da kannst du ja quasi blind über die Straße laufen. Und am Morgen, ja, hörst du in der Haupteinkaufsstraße in die Autos, sondern Vögel singen. Das hat auch etwas. Ja, apropos morgen. Morgen kommt mein Kollege wieder, ja, und er heißt für mich daheim bleiben. Social Distancing. Ah, das wird hart. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zum Erzählen, gell? Also, haltet Sie die Ohren steif und bleiben Sie gesund, gell?